Fertig? Ja. Super. Schönen guten Tag. Hallo. Willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind nicht neu. Eigentlich nicht mehr. Nee, wir sind die Alten, die immer hier waren. Oder die meistens hier sind. Da gibt's keine News, oder doch? Oh, irgendwas gibt's ja eigentlich. Was gibt's ja immer. Also, Gaming News, ne? Das heißt, wo kriegt man neue Infos her? Über Gaming und Zeugs und so weiter. Also an dieser Stelle schon, ja, weil wir ja auch sehr häufig auf diesem Kanal euch erzählen, wenn es mal was Neues gibt und so weiter. Aber das ist vielleicht nicht der Standardkanal, wo man sich darüber informiert, ob es irgendwie coole Spiele gibt. Nee. So haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, wo informierst du dich denn? Wo informierst du dich an welcher Stelle, ob es was Neues gibt, was Neues zu zocken? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, meistens Freunde oder halt, wenn ich Streamer beobachte, YouTuber, die das eventuell mal anspielen, zeigen. Da hat man auch direkt ein bisschen so mehr den Blick darauf, was ist der Inhalt des Spiels vielleicht. Natürlich nicht vielleicht spoilern lassen, aber da ist so die Hauptquelle eigentlich. Ja, genau so. Genau so. Von Freunden als erstes. Dann gibt es halt ein, zwei Streamer, die meistens, wenn was Neues rauskommt, berichten darüber. Da ich das ja beruflich mache, habe ich, also sage ich gerade schon zum 10. Mal, ich scanne eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag Steam, also eigentlich alle Plattformen natürlich, alle Gaming-Plattformen, alle digitalen. Ich folge auch sehr, sehr vielen Entwicklern auf Twitter, vielen Indie-Entwicklern auf Twitter. Also ich suche mir das eigentlich immer selbst zusammen. Ich bin dann meistens auch eigentlich aktueller als Zeitschriften oder sonst irgendwo, weil ich krieg's halt direkt vom Entwickler immer. Mittlerweile wird man ja förmlich zugebombt mit neuen Spielern. Je nachdem, was für ein Budget natürlich da ist, um die Promotion zu machen. Ich kenne das Vergleich jetzt ein bisschen mit der Musikindustrie. Wenn ich manchmal so viel Budget hätte wie EA oder so, ja, dann würde meine Platte auch jeder kaufen. Steam gucke ich durch, regelmäßig. Irgendwie, ob was da ist. Ich bin ja auch neugierig auf Grafik. Und wenn dann irgendwie ein super Titel rauskommt mit einem Mörder-Grafik oder was ganz innovativen Neuen, dann möchte ich das schon wissen. Meistens durch Gameportale. Gar nicht so Social Media, ist jetzt gar nicht mehr so mein Ding. Ich bin viel auf Spieleportalen unterwegs und habe auch einen eigenen Clan. Ne? Und wir quatschen immer so, oh, gucken wir mal, was es so demnächst für neue Spiele gibt. Spiele-Infos hole ich mir, glaube ich, am meisten tatsächlich durch die sozialen Kanäle oder durch Artikel immer noch auf etablierten Blättern. Ob das jetzt einfach mal ein Artikel auf Golem ist, den ich mir reinziehe, oder GameStar, PC Games, diese ganzen etablierten Marken, die man so kennt, oder diese etablierten Magazine. Das ist immer noch für mich eine Quelle seit vielen Jahren. Aber natürlich nimmt man auch das eine oder andere mit dann auf Twitter. Ja, kann man so machen, ne? Ja, was ist denn davon das Beliebteste, was ist das Häufigste? Für uns ist natürlich interessant als Entwickler, was müsste man als Entwickler machen, um dort auch gesehen zu werden? Wie erreiche ich also eigentlich meine Zielgruppe? Und für den User, wie finde ich heraus, ob es was Neues gibt, was es Neues gibt und ob es was für mich gibt? Also, was weiß ich, ne? Wenn jetzt irgendwo ein neues Rennspiel gibt, ist das für den einen oder anderen super interessant und ich warte eher auf was anderes und wie finde ich denn jetzt raus, was ja die Spiele sind, die mir gefallen würden und wo gucke ich danach? Das erste, was mir dazu eingefallen ist, ist Mundpropaganda. Der Kumpel. Ja. Der Ominöse. Mhm. Ja. Das ganz viel, das irgendwie, ey, hast du schon irgendwie bla und so, nee, hab ich noch gar nichts mehr mitgekriegt, so, ja, warum was bist das du denn für nicht? Einer, ey, ne? Boah, ey. Musst du unbedingt mal angucken. Kennst du noch so. Nicht? Ja, es stimmt. Ne? Keine Ahnung, wo der Kumpel das schon wieder her hat, aber Mundpropaganda ist auf jeden Fall ein sehr großes Mittel, dass ich von irgendwelchen Freunden erfahre, was es so gerade Neues gibt und die haben das dann natürlich auch wieder irgendwo anders her. Ähnliches Prinzip, finde ich, ist zum Beispiel Twitch. Ne? Das heißt, wenn man mal guckt, was die Leute gerade so streamen oder YouTube, was für die Leute gerade so für Let's Plays machen, da erfährt man natürlich relativ auch schnell, was ist denn gerade der neue heiße Scheiß. Was ist denn Kapelle? Mhm. Ja. Ich würde meinen sogar, in unserer Wahrnehmung ist das der häufigste Fall, dass wir darüber Neuigkeiten erfahren.
Das ist natürlich eigentlich ein recht modernes Phänomen, ne? Weil vielleicht ein paar Jahre vorher hätte man das nicht so gesagt. Mundpropaganda war natürlich immer ganz groß, aber ja, wenn man jetzt als Publisher oder Spieleentwickler sein Spiel bewerben will, dann würde man heutzutage wahrscheinlich auf die Idee kommen, ja, wie kommen denn die Leute darauf, mein Spiel zu spielen? Schalte ich doch ein Banner auf einer bestimmten Plattform. Weil die klicken alle irgendwie auf ihr Steam-Konto, GOG-Konto, auf ihr PlayStation, Xbox, was weiß ich. Und dann, wenn du da irgendwie eine coole Werbung hast, irgendwie das neue, geile Spiel XY irgendwie, ne, oder in unserem Fall das super coole, tolle, große, neue RPG von Piranha Bytes, dann, oh, guck mal, die haben ja ein neues Spiel gemacht, dann klicke ich doch mal da drauf. Ja. Und dann hast du natürlich eine sehr große Reichweite direkt in der Zielgruppe, weil die Leute, die sowieso schon Steam installiert haben, sage ich jetzt mal als Beispiel, wahrscheinlich dann auch Spiele spielen und hoffentlich denen dann dein Spiel auffällt. Mhm. Ist aber auch immer noch recht modern. Ne? Ich erinnere mich noch an Zeiten, da fuhr zum Beispiel ein Bus vorbei irgendwie und da war dann Spielewerbung drauf. Wir waren auch mal drauf. Wir waren auch auf mal. Auf der Straßenbahn hier in Bochum, ne, mit Risen damals. Ja, ja, stimmt. Oder so Plakatwände, ja. Litfaßsäulen. Ne? Ja. Das machen eigentlich nur noch die Großen. Ja. Warum? Weil es sich nicht lohnt, ne, für so mittelgroße Spiele irgendwie so ein Tamtam zu machen. Ja, das ist halt so ein Phänomen. Wen möchte ich eigentlich damit erreichen? Und wenn gerade irgendwie die 70-jährige Nachbarin zum Einkaufen geht, dann interessiert die das nicht, was da auf der Litfaßsäule steht, wenn es ein Computerspiel ist. Selten. Also wir werden auch langsam älter, ne? Irgendwann sind wir auch 70. Ja. Und dann informieren wir uns dann. Bestimmt nicht an der Litfaßsäule. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ne? Das heißt, natürlich kommen auch Leute vorbei, irgendwie, die es vielleicht doch interessiert, aber der Ausschuss ist höher. Ne? Das heißt, das ist eine Werbung, die sehr viel Geld kostet, die nicht unbedingt deine Zielgruppe trifft. Mhm. Ähnlich ist es irgendwie, ne? Meine Eltern zum Beispiel irgendwie, ja, ihr seid ja gar nicht bekannt, ihr seid ja nicht im Fernsehen. Ne? Ihr seid nur auf YouTube. Ja, ihr seid ja nur auf YouTube. Ja. Damit meinen wir nicht diesen Kanal, sondern überhaupt, ne? Also unser Spiel. Wenn du einen Trailer hast oder was, ne? Dann ist der halt auf YouTube, aber jetzt nicht irgendwie zwischen den Nachrichten und der Abendsendung. Ja. Und ja, ihr seid ja gar nicht im Fernsehen. Ja, aber die Leute, die das gerade gucken, was du guckst, ist vielleicht auch nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Ne? Muss man sich also zweimal überlegen, ob man wirklich das Geld investiert. Und die Großen, die können sich das halt leisten, einfach überall Werbung zu schalten, würde ich sagen. In den schlechtesten Zeiten hatte Markus Lanz mit seinem Wetten, dass irgendwie knapp über 300.000 Zuschauer, glaube ich, gelesen zu haben. Der Knossi macht das mit seinem Horrorcamp auch locker easy mittlerweile auf Twitch. Kannst du beim Knossi Werbung schalten. Kannst du beim Knossi Werbung schalten, ne? Und das ist auch nicht im Fernsehen, wenn du so siehst, ne? Ja. Also ist das schon... Ja, muss mal gucken, ne, wo man das dann irgendwie am besten irgendwie platziert, das Ganze. Aber wo guckt ihr denn? Wo guckt ihr denn? Guckt ihr Reddit? Ja, dieses aktuelle Zeugs, Würsche, Informationsportal, ne, oder Gamasutra oder guckt ihr immer bei der GameStar? Ich gucke viel GameStar, muss ich sagen. Da gucke ich sehr viel nach, immer was es Neues gibt. Ich gucke auch sehr viel nach auf der Konsole. Das heißt, die Konsole ist ja am Internet angeschlossen und macht immer Werbung für irgendwie aktuelles Spiel oder die haben auch mal irgendwie Black Friday Gedönse oder irgendwie hier am Wochenende und Weihnachtsgedöns und so. Da gucke ich mal durch, ob es irgendwelche Spiele gibt, die ich mal spielen wollte. Mhm. Ja, und jetzt irgendwie dann vielleicht gibt und dann, wo ich denke, ach, guck mal, da hast du Bock drauf, kaufst du dir das und spielst das. Ne? Mhm. Also das kommt schon vor. Auf diesem Wege habe ich Assassin's Creed Odyssey bekommen, ne? Und hab mir gedacht, ach Mensch, das müsstest du dir doch mal angucken. Wolltest du immer schon mal machen. Und dann habe ich es gespielt. Auf die Idee gekommen bin ich tatsächlich, weil ich im Play Store oder wie das Ding von der PlayStation geguckt habe. Und dann habe ich es mir runtergeladen. So, ne? Cool. Ja. Siehst du, das funktioniert. Genau, so, das funktioniert, ja. Ja. Ich habe mir eine Bubble gemacht auf den Social-Media-Kanälen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel GameStar genannt. Und da habe ich gedacht, was sind denn die großen Gaming
Plattformen so, ne? Und dann habe ich die einfach alle irgendwie, was weiß ich, die GameStar, die PC Games, die Gameswelt, Nerdkultur und auch Entwickler, die ich gerne mag irgendwie, dann kriegst du da noch so Leute wie Deck 13, Bethesda und ne, was weiß ich, was einem so gefällt, und dann hast du quasi die Bubble voll mit Spiele-News und dann scroll ich da durch irgendwie, ne? Letztens sagte einer zu mir irgendwie, wie, du bist noch auf Facebook? Ich so, ja klar, bin ich auf Facebook irgendwie. Ja, das ist doch nur noch irgendwie Schrotten. Die Leute sind nur noch am Schimpfen. Ja gut, dann mach dir doch deine eigene Bubble. Ach, weiß ich nicht, Twitter, ist das besser? Mhm. Ja, ist schon alt, auch schon alt. Mein Gott, bist du alt. Facebook war jetzt exemplarisch, ich habe auch eine Twitter-Bubble. Oh, mhm. Ja, ja. Gott sei Dank. Also Social Media. Social Media kann man sich natürlich auch informieren. Da muss man halt ein bisschen recherchieren. Ne? Wo kann man sich informieren über die Spiele, die einem gerade gefallen? Und wem folgt man da? Und wem folgt man nicht? Ne? Und denn unser Eins bewegt sich ja auch auf Social Media. Ne? Wir bewegen uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube und versuchen dort auch regelmäßig, selbst dann, wenn es jetzt nichts Großes zu announcen gibt, irgendwie den Kanal aufrechtzuerhalten und zu gucken, ja, kann man da was Cooles posten. Wir beide speziell sind auf Twitch auch sehr häufig vertreten. Twitch, ne? Ja, Twitch kommt auf jeden Fall auch. Jo. Ne? Also Social Media kann auch was sein. Und dann im übertragenen Sinne natürlich auch ja, meine Lieblings-Gaming-Zeitschrift, die hält mich natürlich auch auf Trab. Ne? Du sagst, du liest gerne GameStar, ich lese momentan gerne Gameswirtschaft. Und auch da erfährt man solche Neuigkeiten irgendwie und kann dann gucken, wenn ich mir immer die Gaming-News durchlese, dass ich dann auf dem Laufenden bleibe und zumindest den neuesten heißen Scheiß mitkriege, irgendwie, was es gerade so gibt. Interessant finde ich gerade in heutigen Zeiten so Sachen wie Messen. Eigentlich sind Messen ja auch so ein Phänomen, wo ich ganz viele Neuigkeiten erfahre. Ne? Gibt's überall auf der Welt irgendwie, so wie viele Leute haben sich irgendwie die Eröffnung der E3 angeguckt und solche Sachen. Und da kann man auch eine Menge erfahren von Sachen, die jetzt im Laufe des nächsten Jahres so erscheinen. Gamescom, selbstverständlich dasselbe, das Pendant in Deutschland. Und wenn wir so über so eine Gamescom gelaufen sind, da habe ich immer sehr viel Neues gesehen, ja, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Ja gut, weil es dann auch meistens zur Gamescom dann auch erstmal gezeigt wird. Genau. Ne? Das ist ja auch ziemlich häufig so. Und das hat dann auch so einen Wechselwirkungseffekt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man denkt, oh, guck mal den Stand an. Ach, die haben ja ein neues Spiel gemacht. Und dann kommt man irgendwie auf eine Idee, sondern wenn so eine Messe stattfindet, wie so eine E3 oder eine Gamescom oder auch die ganzen kleineren, dann schreibt die Presse in dem Moment natürlich auch wieder drüber. Und dann erfahre ich es auch dort wieder. Ne? Hm. Und dann reden auch wieder die Leute drüber und so. Dann gibt es quasi so einen Spreading-Effekt. Und dann, wenn der gut vorläuft, kommt das bis zu mir am Wohnzimmer an. Und auch dort erfahre ich dann über neue Spiele. Mhm. Eine Sache habe ich noch voll vergessen. Na sowas. Die aktive Suche. Mhm. Oh. Also ich möchte jetzt gerne ein Spiel spielen, das so ist wie System Shock. Ja, 50 Games Like. Gibt es. Es gibt so eine Seite, die heißt 50 Spiele wie. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Bei Prey habe ich mich gewundert, was die mir alles angeboten haben. Weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet System Shock und Co., aber es war so nicht. Da muss man auch ein bisschen gucken, weil die haben manchmal so komische Kriterien. Gibt ja auch bei Netflix, ne, diese komische grüne Zahl da. Es ist 98% von dem, was du eigentlich immer gerne guckst. Oder 5. Oder 0. Oder was. Ne? Da ist auch immer so, ist eigentlich kacke und da steht eine hohe Zahl. Und anderen Filmen, den du gut findest, irgendwie so, sowas gucke ich doch immer. Das heißt, diese Analyse ist auch immer ein bisschen schwierig, aber man kommt auf Ideen. Auf jeden Fall. Bei 50 Games Like. Mhm. Ne? Das finde ich schon ziemlich cool. Genau. So. Also Nachfolger lassen sich dadurch relativ leicht suchen. Finden, ja. Ne? Und wenn du dann guckst, irgendwie, dann google ich einfach irgendwie das Spiel, guck mal, ob es einen Nachfolger gibt. Und dem folge ich dann auch, das verfolge ich. Und bei neuen Sachen muss man dann halt mal ein bisschen Glück haben und gucken, ob es, ich hätte jetzt mal wieder Bock irgendwie auf ein Open-World-Rollenspiel, wo gibt's das denn irgendwie? Und welche Leute haben das dann? Dann kannst du explizit natürlich auch danach googeln. Und manchmal hat man einen Volltreffer dabei. Das ist richtig. Ne, weil es erscheinen täglich so viele Spiele auf dem Markt, dass man die meisten davon überhaupt gar nicht mitkriegt. Und da ist bestimmt
die ein oder andere Perle dabei, die einem durch die Lappen gegangen ist. Und da muss man natürlich ein bisschen gucken, wo man das aktiv vielleicht selber finden gibt kann. Gibt ja auch bald richtig geilen Scheiß, der rauskommt. Hast du eine Community-Frage? Mit Sicherheit. Wir sind etwas verwirrt. So. Das ist eine Verständnisfrage von einer Folge, die wir mal hatten, in der wir gesprochen haben über Vertragsverhandlungen mit Publishern in der Vergangenheit oder mit anderen Firmen. Und da gab es eine These. Die Frage ist, könnten die nicht etwas implementieren, was den Spieler bestraft, falls er sich dazu entscheiden sollte, einen Dialog mitten im Gespräch abzubrechen? Ich glaube, das ist eine Verständnisfrage. Dazu müsste man, also man kann natürlich alle möglichen Quatsch einbauen ins Spiel, ne, theoretisch. Aber gerade in diesem Fall, es ging darum, dass man zum Beispiel eine Auflage bekommen hat von einem Konsolenhersteller, dass die Dialoge nicht abbrechbar sein dürfen und so. Haben wir aber nie so umgesetzt. Oder abbrechbar sein müssen. So, genau. Und es ist halt so, dass manche Dialoge so aufgebaut sind wie ein Baum. Und das Problem ist ja nicht, den abzubrechen. Den abzubrechen ist ganz einfach, brichst du halt ab. Das Problem ist, dass manchmal halt Informationen darin versteckt sind. Also es ist halt ein Film, ist normalerweise recht, ist linear. Ne? Du guckst Anfang, Ende und dann wird halt ein gewisser Dialog immer, findet da statt. Und unsere Dialoge sind so gemacht, dass sie in der Reihenfolge halt kommen müssen. Und in den Dialogen passieren auch ein paar Events, die dann getriggert werden müssen. Steigt man dann immer aus, muss man entweder wieder von vorne anfangen. Das System, sowas mögen wir nicht. Das finden wir nicht gut, wenn man Dinge ständig wiederholt. Machen wir partiell auch. Aber eigentlich ist es so, wenn er es einmal gesagt hat, dann sollte es auch okay sein. So, ja, dann sollte der Spieler das auch mitgekriegt haben. Wenn dann ein PC steht und dann kannst du ihn immer wieder dasselbe fragen, hast du zwar immer irgendwie Content, immer irgendwie, was der Typ sagt, aber irgendwie ist das auch schon mal gesagt worden, das macht die Immersion kaputt, finden wir. So, und einen Spieler bestrafen, wenn er einen Dialog abbricht, könnte mehreres ja auch bedeuten. Erstens, wenn es das gemeint ist, was du meinst, machen wir es ja nicht. Ne, haben wir auch noch nie gemacht, auch Quatsch. Aber wenn einer den Typen nicht leer quatscht, das könnte ja auch gemeint sein, ne? Dass wir den Typen dafür bestrafen, wenn er Dinge nicht leer quatscht. Erstens, er ist gestraft genug, weil er kriegt nämlich nicht mit, was los ist. Ja? Kriegt dann vielleicht auch einen falschen Eindruck vom Spiel und hast du nicht gesehen. Wir haben manchmal eine Endefunktion, haben wir auch mal eingebaut, nee, du kommst jetzt hier nicht weg, du bleibst jetzt hier. Ja, haben wir auch schon mal gehabt, so, ach, ich will mit dem gar nicht reden, so, nee, nicht hier Ende drücken, das haben wir auch mal, haben wir die vierte Wand durchbrochen und solche Scherze gemacht, so. Also, das hat man schon mal gemacht, partiell funktioniert das, ne, als Gag oder so, aber generell sollte das System schon so funktionieren, wie es funktioniert. Also, die Ideen hatten wir auch schon mal. Ja. Hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ne?